Hallo YouTube und willkommen zurück zu einem weiteren Warhammer Total War Online Ladder Game. Und liebe Zuschauer, wie ihr euch sicherlich sehr freuen werdet, ist wieder eine Imperiumsarmee angesagt. Mein Gegner hat auch eine Imperiumsarmee, ein bisschen mehr Einheiten als ich mitgebracht. Ich muss sagen, mit den Erfahrungen der letzten Zeit gefallen mir mittlerweile auch kleinere Armeen besser, weil man da mehr Möglichkeiten hat zu micron. Meine Armee besteht aus zwei Einheiten Greatswords, natürlich immer gut. Vor allem sind die in der Lage, das gesamte, alle anderen Imperiumseinheiten problemlos aufzureiben. Dann habe ich zwei Hellebardiere mitgebracht. Logischerweise auch gegen halbwegs gut gegen gepanzerte Einheiten, aber sie scheinen besonders gegen gegnerische Kavallerie. Und drei Einheiten Speerträger. Ich habe lange überlegt, ob ich die mitnehmen sollte, aber ich dachte mir, sonst habe ich einfach zu wenig Einheiten. Und meine Armee aus drei, die vorher drei dieser Fernkampfeinheiten dabei hatten, auf zwei reduziert. So wie es eben jetzt ist. Und stattdessen habe ich noch ein paar mehr Speermänner mitgebracht. Dann gibt es noch die Royal Art of Griffites, die Terror verursachen. Genauso wie Karl Franz hier, den ich nur auf einem Pegasus mitgebracht habe, weil er so höheren Nahkampf, Angriff und Verteidigung hat. Sowie eine Kanone, um den Gegner ein bisschen unter Druck zu setzen. Kann er natürlich auch mitbringen, man weiß es nicht. Müssen mal sehen. Was hier auf der Karte interessant ist, ist dieser große Kessel. Genau, der große Kessel. Ich komme ja aus Stuttgart, deswegen wir leben auch im Kessel. Daher weiß ich, dass das so heißt. Hier können sich gerne gegnerische Einheiten verstecken und dann von der Flanke angreifen. Daher ist es gut, wenn diese eine Speerträgereinheit hier platziert wird. Bisschen blockiert. Und die anderen Speerträger kommen hierhin. Meine Royal Art of Griffites sind meine Trumpfkarte, die in der Hinterhand bleiben sollen. Deswegen kommen die hierher. Und ein Amber Wizard ist auch noch dabei. Ich hoffe, ich habe ihn auf dem Pferd mitgebracht. Nein, ich bin ein Idiot. Mit dem Flock of Doom, um Schaden bei vielen Einheiten zu machen. Das kann hier sicherlich funktionieren. Außerdem ein Buff und ein Debuff. Nächstens sogar zwei Buffs für mich. Um in einen Kavallerie-Fight, der sich hier entwickeln könnte, mehr Schaden im Gegner zu verursachen und so das Routing auszulösen. Gut, Kavalleriemäßig bin ich nicht so stark aufgestellt, aber das muss man ja auch nicht sein. Dafür habe ich eine relativ starke Lordlinie. Er könnte eventuell drei, er könnte eigentlich sogar vier fliegende Einheiten mitbringen. In dem Fall sähe das ziemlich schlecht aus und die einzige Möglichkeit, das zu gewinnen, wäre zu flüchten und so schnell wie möglich mit meinen eigenen Infanterieeinheiten auf seine Linie vorzurücken, um ihn auszuschalten. Denn wenn er vier fliegende Einheiten dabei hat, dann würde er garantiert keine starke Fußarmee haben. Gut. Ich denke mal, das ist in Ordnung so. Dann legen wir mal los. Gegen Amphitryonas. Oh Mann, habe ich hier gerade Fun mit V geschrieben? Ich depp. Ja. Er hat keine. Oh doch, er hat hier eine Kanone mitgemacht. Soll ich auf die schießen? Ich glaube eigentlich nicht wirklich, dass sich das lohnt. Was hat er hier? Swordsman, Hellebardiere, Crossbowman, Spearman, Spearman und eine Einheit Great Swords. Okay, eins ist klar. Mit meinen Greatswords möchte ich gerne, mit meiner ganzen Armee möchte ich eigentlich aus der Reichweite seiner Kanone verschwinden. Und ansonsten hat er nichts Fliegendes dabei, auch relativ wenig Fernkampfeinheiten. Und ich habe hier das Gefühl, er bewegt sich ein bisschen unvorsichtig auf mich zu. Empire Knights und Reichsguard, nicht unbedingt die stärksten Einheiten. Ah, und er kommt wirklich auf mich zu, relativ aggressiv. Das ist in Ordnung. Ah, und hier ist noch eine Einheit Outriders. Interessant. Wir versuchen sofort mal das Flock of Doom zu casten. Hier kriegen wir drei Einheiten gleichzeitig. Schön. Und wenn wir hier in seinem Empire Captain drinstecken, kann er wahrscheinlich eh nicht mehr richtig treffen. Beziehungsweise ein bisschen ungeschickt ist das schon, habe ich jetzt das Gefühl. Ich glaube, ich mache doch lieber die Fliege. Komm, hau ab.
Hau lieber ab. Hau lieber ab. Ja, yeah, komm. Hau lieber ab. Das gefällt mir jetzt alles doch nicht so gut, wie ich das ursprünglich... Oh Gott, warum geht ihr hier so weit vor? Das ist blöd. Ihr sollt hier hin. Ihr sollt hier hin. Ihr sollt hier hin. Und ihr Royal Art of Griffiths bleibt hier. In dieser Stelle. Nächste Flock of Doom, aber ich kriege leider nur zwei Einheiten gleichzeitig. Wenigstens werden seine Pistoliere beschossen und die nehmen natürlich extrem viel Schaden, und zwar extrem schnell. Okay, es ist hier schon ziemlich ein Stellungsspiel. Bisschen bereue ich, dass ich hier die ganze Zeit auf seine Pistoliere schieße. Aber sei es drum. Oh, jetzt hatte ich hier einen Fehler gemacht. Er hat hier eindeutig, meiner Meinung nach, seine zwei Einheiten Crossbowman zu weit vorbewegt. Und das wird ihn kosten. Nochmal auf die Flock of Doom. Kanonen sind auch noch da. Ne, die Kanonen kann ich mir schießen. Dann schießen wir auf seine Handgunner. Das war dumm, was ich da gemacht habe. Aber okay. Wenigstens sind seine Crossbowmen jetzt ausgeschaltet. Terror verursachen die auch noch. Was, auf was schießen wir als nächstes? Keine Kanone mehr da. Perfekt. Und, ja. Ich mag diese Empire Knights eigentlich auch nicht sonderlich. Schießen wir einfach mal auf seine Empire Knights. Und irgendwie reagiert er nicht. So, mit etwas Glück macht er hier einen Mikrofehler. Doch nicht. Schade. Aber einen anderen Fehler hatte er hier eindeutig gemacht. Er ist nämlich mit seinen ganzen Reitereinheiten in mich reingelaufen. Hat sehr viel Schaden genommen. Jetzt will ich aber endlich seine ganzen Pistoliere ausschalten. Die machen mir wirklich langsam doch Probleme. Lohnt sich irgendwo noch eine Flock of Doom? Seine Einheiten sind einfach noch nicht nah genug beieinander. Deswegen würde ich jetzt erstmal noch keine Flock of Doom casten. Seine Kavallerie ist jetzt ziemlich ausgeschaltet. Und er hat die einfach nicht unterstützt. Er hat die einfach nicht unterstützt. So viel ist klar. Ja, hier spare ich mir die Flock of Doom auch noch auf. Kavallerie ist auf dem Rückzug. Ich brauche ich jetzt hier auf der, bei der Frontlinie. Und zwar so schnell wie möglich. Ihr schießt noch einmal auf die Jungs. Und ihr kommt wieder nach vorne. Schießen wir hier auf die Reichsguard. Und ihr erledigt mal diesen Warrior Priest nach Möglichkeit. Danke. Einmal auf die Hellebardiere schießen. Alles ein bisschen chaotisch gerade, muss ich mal sagen. Warrior Priest ist kein so guter Nahkampfcharakter. Ist auch nicht unbedingt das beste Ziel, das ich jemals hatte, aber... Greatswords sind mir wichtig genug, dass ich hier mal kurz eine Scroll of Damage Resistance reinmache. Und sobald seine zwei Einheiten Infanterie dabei sind, wird das gecastet. Okay, mit diesen Greatswords werden wir garantiert sehr, sehr viel Erfolg haben dabei. Seine billige Infanterie auf der Seite aufzuschalten. Und der nächste Schritt ist es... Hm.
das schneiden wir mal Karl Franz. Ich denke, das wird sich lohnen. Und meine anderen Buffs, die ich mitgebracht habe, lohnen sich auf der anderen Seite leider nicht so sehr, wie ich mir das erhofft habe. Macht aber nichts. Meine rechte Seite bricht ein wenig zusammen. Aber ich habe noch meine Royal Art of Griffiths. Und Karl Franz wird nicht wegkommen. Bin ich mir relativ sicher. Habe ich hier noch irgendwas? Ich kaste wieder hier drauf. Wir schießen hier einfach noch auf alles, was sich bewegt. Ah, meine linke Flanke sieht nicht so gut aus, unglücklicherweise. Damit meine ich meine rechte Flanke. Aber Karl Franz ist gleich im Eimer. Da kann sich der Empire Captain drum kümmern. Und den Rest meiner Armee hier werde ich mit Karl Franz unterstützen. Meine linke Flanke, meine rechte Flanke ist zusammengebrochen. Ist aber nicht so schlimm, das war eigentlich zu erwarten. 4 hatte ich eh nicht, dafür ist seine linke Flanke auseinandergebrochen. Und durch den Verlust seines Generals hat es für so viel Moralschaden gesucht, dass sich seine Armee zurückzieht. So viel dazu. Auf jeden Fall ein sehr interessantes Spiel. Ich war ein bisschen überrascht davon, dass er seine Truppen in relativ engen Blöcken aufgestellt hat. Wie man sehen kann, diese Erfahrungschevrons, die ich in meine Kanone reingesteckt habe, haben dafür gesorgt, dass seine Kanone sehr schnell ausgeschaltet war. Also die Erfahrung hier kann sich auf jeden Fall lohnen. Er hat sich wirklich, hat wirklich ziemlich viel Schaden mit seinen Pistolieren an meinen Einheiten gemacht. Das war gar nicht übel. Also hat mich überrascht und ein bisschen auf dem falschen Fuß erwischt, wie viele Pistoliere er dabei hatte und wie viel Schaden er damit gemacht hat. Guter Einsatz von denen, muss ich auf jeden Fall sagen. Ich hatte nicht genug eigene Fernkampfeinheiten, um das effektiv zu kontern. Ja, leider. Was heißt hier leider? Gut für mich war, dass ja, seine Infanterie nur eine Einheit Greatswords hatte er hier dabei. Ich hatte zwei, dadurch war ich auf der Infanterielinie stärker. Genauso wie auf der Offizierslinie. Ich hatte einfach mehr Mobilität. Mein Amber Wizard habe ich auch noch gut einsetzen können, um viel Schaden zu verursachen. War auf jeden Fall ein dynamisches Spiel. Hat mir gut gefallen. Ja. GG an Amphitionas. Ich hoffe, man sieht es mal wieder auf der Ladder. Euch danke fürs Zusehen. Wenn es euch gefallen hat, liked und ansonsten bis zum nächsten Mal.